Erstmal danke. Ja, die Reise ist mir ja mittlerweile schon ein bisschen gewohnt. War jetzt nicht allzu schlimm, weil ich eigentlich nicht so früh aufstehen musste, auch in Winnipeg. Also es ging, aber jetzt merkt man natürlich schon die Müdigkeit und den Jetlag. Aber ja, also wie gesagt, ich habe mich schon ein bisschen daran gewöhnt über die Jahre. Aber wie genau sind Sie geflogen dann? Nach Toronto, dann nach München und dann nach Helsinki und dann noch mit dem Auto hierher. Wie viel aufwendiger war das jetzt auch, dann, weil Sie ja zurückgekommen nach Deutschland, die Zelte mal komplett abzubrechen? Sonst ist es ja auch ein Unterschied. Man weiß, man geht irgendwann wieder zurück und muss vielleicht nur eine Tür zuschließen. Wie unterschiedlich war das diesmal? Ja, naja, die letzten Jahre konnte ich ein paar Sachen drüben lassen. Dieses Jahr musste ich ein paar Koffer mehr packen. Da kam schon das ein oder andere Übergepäck mit rüber jetzt, aber ja, so viel mehr war es dann doch nicht. Warum haben Sie Ja gesagt zur deutschen Nationalmannschaft und zur WM hier? Na, weil ich immer für mein Land gerne spielen will und wenn ich die Chance habe, Deutschland vertreten zu können, dann will ich es auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Die letzten 2 Jahre haben super Spaß gemacht. Wir haben hier eine coole Truppe zusammen. Und ja, ich freue mich einfach jetzt hier zu sein und mit den Jungs auf Punktejagd zu gehen. Sie haben es ja angesprochen, die letzten 2 Turniere waren Sie dabei, dritte WM. Allerdings, Sie haben ja ein neues Trainerteam. Wie war da im Vorfeld auch der Austausch mit den beteiligten Verantwortlichen? Ja, also im Sommer habe ich schon mit Kühni ein paar Mal geredet, wer denn jetzt so in etwas wird und so weiter. Und dann mit Harry habe ich auch ein paar Mal jetzt telefoniert während der Saison. Der hat sich auch bei mir gemeldet. Und ja, also war ganz gut. Jetzt hier habe ich ihn jetzt bisher noch nicht gesehen, aber das wird jetzt natürlich auch passieren in den nächsten Stunden. Aber so vom Grundsatz her, wie gesagt, ein paar Telefonate und das war es eigentlich, ja. Haben Sie, glaube ich, der Mannschaft auch schon eben Hallo gesagt? Was sagt man da so eigentlich? Wie stelle ich mir das vor? Man kommt so rein und stellt sich nochmal vor. Na, vorstellen brauche ich mich nicht mehr. Scherzhaft. Da kenne ich ja jetzt die meisten schon auch persönlich. Nee, man freut sich halt alle wiederzusehen. Man hat sich jetzt auch über längere Zeit wieder nicht gesehen. Man ist natürlich ab und zu immer im Austausch über Social Media und so weiter. Aber denn so persönlich jetzt nochmal die Jungs zu sehen, war cool. Man kommt da ganz normal rein, gibt jedem Handschlag, fragt kurz, wie die Saison war, wie es geht, ob alles gut ist. Und ja, dann geht's schon raus hier zum Interview. Wie persönlich fit sind Sie denn und was steckt im Körper drin? Na, ich fühle mich fit auf jeden Fall. Habe jetzt keine Beschwerden mehr gehabt, wirklich nach der Saison. Jetzt werden wir sehen, natürlich mit Jetlag und so weiter. Aber so, wenn ich jetzt vielleicht nochmal eine gute Nacht Schlaf kriege, fühle ich mich eigentlich schon ziemlich gut. Wie viel mehr Leon Gawanke steckt denn in Ihnen drin? Also wie viel besser könnte man sagen, sind Sie spielerisch vielleicht nochmal geworden? Hat man noch einen Schritt draufgelegt? Wo haben Sie sich vielleicht nochmal verbessert zu dem, was die deutschen Eishockey-Fans natürlich auch in den letzten 2 Jahren bei der WM gesehen haben? Ja, ich denke auf jeden Fall, dass ich dieses Jahr nochmal einen Schritt nach vorne gemacht habe. Natürlich offensiv hatte ich eine sehr gute Saison, aber ich sag mal, ich habe mich auch im Defensivspiel, finde ich, deutlich verbessert. Bin noch mal ein bisschen kompakter geworden. Ich finde auch, dass ich jetzt durch die 2 gute Sommer, die ich jetzt in Folge hatte mit Personal Trainer und so weiter, ich einfach auch physisch noch mal einen Schritt zugelegt habe. Und ja, ich denke, dass ich auf jeden Fall zeigen kann, dass ich mich dieses Jahr noch mal weiterentwickelt habe. Trotzdem, wie schwermütig ist man vielleicht doch, dass man sagt, okay, es ist erstmal das Abenteuer Nordamerika hinter mir. Ich gehe jetzt erstmal in der kommenden Zeit dann auch in Deutschland in der PenedDL einen neuen Weg. War das eine lange Überlegung oder wie schwer fällt es einem dann auch zu sagen, eigentlich muss ich den Traum jetzt zumindest da weiter aktiv zu sein, erstmal links liegen lassen? Ja, natürlich. Also, was heißt schwer gefallen? Ich meine, ich habe jetzt in den letzten Jahren gesehen, dass in Winnipeg einfach nicht so aussieht, dass ich da wirklich irgendwann mal eine realistische Chance kriegen werde. Dieses Jahr hat man es auch wieder gesehen, habe nicht einen Call-up oder irgendwas bekommen. Also irgendwann muss man dann auch mal der Realität ins Auge blicken. Für mich ist der Traum jetzt noch nicht vorbei. Es kann immer noch passieren, dass ich getradet werde oder irgendwas passiert und ich nochmal sehe, ja, vielleicht bei der Mannschaft könnte ich nochmal angreifen und so weiter. Aber ja, jetzt erstmal der Schritt nach Hause. Wird natürlich eine Umgewöhnung sein wieder, aber ich freue mich natürlich jetzt wieder näher bei der Familie zu sein, näher bei den deutschen Fans und allem. Und ja, wie gesagt, also die Tür zur NHL habe ich jetzt noch nicht zugeschlossen damit. Ich sag mal, ich weiß halt nur einfach, dass ich, oder ich habe halt das Gefühl, dass ich in Winnipeg die Chance nicht bekommen werde. Und deswegen glaube ich, noch ein Jahr AHL brauche ich jetzt nicht in meiner Vita. Und da dachte ich mir, ja, denn geht's jetzt erstmal nach Hause wieder.
Dann die abschließende Frage. Jetzt ist hier der Fokus auf der Weltmeisterschaft. Was haben Sie denn mitbekommen von den zwei Begegnungen der deutschen Mannschaft bisher? Na, alles. Ich habe es natürlich geguckt. Nee, also ich habe natürlich geguckt. Die Jungs haben super gespielt. Es ist natürlich sehr unglücklich, dass man nach so einer Leistung gegen zwei solche Top-Teams, zwei fast Favoriten hier im Turnier, denn mit einem Tor verliert und halt nichts Zählbares rausbekommt, war natürlich bitter, aber ich sag mal, die Leistung, die sie da gezeigt haben, die Jungs, und was ich halt da gesehen habe, das verspricht mir auf jeden Fall viel Hoffnung, und ich hoffe, dass wir das jetzt auch in Punkte ummünzen können. Dann alles Gute, gutes Ankommen, und wir freuen uns, Sie hier zu haben. Dankeschön. Die Eishockey-WM live bei Magenta Sport.